Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge, beziehungsweise den letzten 3, 4 Folgen, haben wir uns ja ein bisschen hier in Neon umgeschaut, ne? Und ein bisschen Reizüberflutung auch abbekommen und sowas. Und jetzt in dieser Folge würde ich gerne mal noch die eine Quest abgeben mit den Flyern, ne? Die wir verteilen sollten. Und würde dann, glaube ich, mal wieder eine Constellation Quest machen, ne? Das ist schon eine ganze Weile her. Und dann machen wir in dieser Folge, also diese und die nächste vielleicht, je nachdem wie lange sie geht, mal eine Constellation Quest wieder. Ne? Vergesst auf jeden Fall nicht einen Kommentar und ein Like dazulassen, einfach um dem Algorithmus ein bisschen zu zeigen, dass euch das Projekt gefällt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Nimm dich vor den Gangs in Acht. Wobei, nein, die Gangs sich vor uns. Ja, die Gangs sich vor uns, natürlich. Also, Saburo. Schön, dass du vorbeischaust. Ich habe alle Flyer verteilt. Ah, vielen herzlichen Dank. Das sollte meinem Geschäft einen ordentlichen Schub verpassen. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Nicht jeder in Neon ist so freundlich. Ja, gerne doch, gerne doch. Leb wohl. Und erzähl ruhig rum, dass wir jede Menge Mining-Ausrüstung anbieten. Ja, wenn mir wer über den Weg läuft, dann sage ich, der soll nach Neon fliegen. Auf diese Wasserwelt hier. Okay, ja, dann sind wir eigentlich... Also wir haben natürlich noch eine ganze Menge zu tun in Neon. Aber wir haben halt auch überall sonst noch eine ganze Menge zu erkunden und zu erledigen und sowas. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier, ne, überspringen mal kurz diese drei Zwischenreisen. Jedenfalls, wenn es geht. Warte mal. Nach Cheyenne müssen wir. Und dann, wo ist... Das ist Alpha Centauri. Ah, nee, das ist Aquila. Warte mal. Das war ja nicht Cheyenne, das war Alpha Centauri natürlich. Hallo? So. Nach Alpha Centauri müssen wir. Also. Alpha Centauri liegt hier. Können wir da einfach so hinreisen, auch wenn der Graph-Sprung noch nicht ausreicht? Hier nach Jamison und dann zur Loge. Ich gucke einfach mal, ob es geht. Oh, das funktioniert. Ih, das sieht ja eklig aus. Niemand weiß, wie die Terrormorphs sich in dem besiedelten System ausgebreitet haben, doch sie bedeuten den Tod. So, da sind wir wieder. Ne, das erste Mal seit langem mal wieder New Atlantis, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns warten wird. Die neuen Aufgaben für die Constellation. Constellation, immer schön nach Hause zu kommen. So. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, das Quartier ist super. Ich war da zwar irgendwie noch fast nie, aber trotzdem, ich finde es super. Ne? Also ein super Quartier. Jetzt gucken wir mal nicht ins Inventar, sondern auf L. So, wir haben jetzt zweimal, ich soll mich für Sarah zum Auge begeben. Einem Ort im Orbit um Jennison befindlichen Sternstationen. Ich kann schon nicht mehr lesen, es tut mir echt leid. Ich sollte mal eine Aufnahmepause machen. Ich soll mich für Sarah zum Auge begeben, einer im Orbit um Jamison befindlichen Sternstation der Constellation. Ich muss mich mit Wladimir Saul treffen, um mehr über das Finden von Artefakten in den Randgebieten des Alls zu erfahren. Und Rückkehr nach Vectra. Argons Extractors stellt den Betrieb auf Vectra ein. Allerdings hat man von Barrett nichts mehr gehört. Ich muss dorthin und herausfinden, was geschehen ist. Ich glaube, das macht zuerst Sinn. Wir gehen erstmal gucken, was mit Barrett los ist. Ne? Also wir haben ja sein Schiff und das haben wir ein bisschen aufgemotzt. Und jetzt, wahrscheinlich hätten wir gar nicht hier zurückfliegen müssen. Jetzt können wir nämlich wahrscheinlich... Warte, ist Vectra auch hier? Nee. Ah nee, Vectra war ja im Pre-Star Collective, ne? So. Jetzt aber. Schauen wir mal. Narion. Hier ist der Mond Vectra. Sehr gut. Kehre nach Vectra zurück. Extrem kalt, dünn. Was haben wir denn da abgebaut eigentlich? Benzol wahrscheinlich, oder? Oder Argon. Eins von beiden. Kehre nach Vectra zurück. Wir schauen mal, was in Vectra passiert ist. Vectra gehört zu den hunderten Planeten und Monden der besiedelten Systeme. Viele von ihnen locken mit Abenteuern und den Rest habe ich nicht mehr lesen können. Ihre Spielsachen ein und gehen. Langweiler. Aber guck mal, die sieht doch viel besser aus als am Anfang. Viel größer. Mal sehen, wie sich Barrett freut. Du bist zurück. Lin. Mach mal. Lin. Oh nein, fang nicht damit an. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben.
Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Ja klar, ich war ja nicht da, ne? Warum der zweite Angriff? Zu welchem Zweck? Wer weiß, worauf die Piraten aus waren. Rache? Beute? Vielleicht war es eine andere Crew und wir hatten bloß Pech. Ihr Verlust traf dich unerwartet hart. Sie lagen dir sehr am Herzen. So ist es. Bei uns geht es um Deadlines und die Credits. Doch am Ende haben wir es mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Ich war streng mit ihnen, damit sie gut arbeiten. Hielt sie auf Abstand, um sicher zu gehen. Doch als ihr Boss stehst du auf ihrer Seite. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest, mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen, doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte: Bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Oh oh. Er wollte sich also opfern. Opfern? Nee. Der Kerl ist härter im Nehmen, als er aussieht. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Helle an. Was ist dann passiert? Ich hab nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Na, das klingt ja super. Ein Kurier meinte, Argos wäre am Zusammenpacken. Warum wurde der Angriff verschwiegen? Für eine Nachricht ist so etwas zu riskant. Zu viel Verantwortung. Du weißt, wie es ist. Die Kunden interessieren bloß Anfang und Ende des Einsatzes. Den Rest übernehmen wir. Ja gut, das kann ich aber ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Auch wenn vielleicht bei der Constellation nicht, weil ich meine, da war halt einer von denen in Gefahr. Aber gut. Ich muss Barrett und Heller retten, Lynn. Wer weiß, wo sie hingesprungen sind. Ich wollte das Schiff im Comm-Gebäude kontaktieren. Doch die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Repariere den Comm-Computer. Okay. Können wir das so einfach? Sind wir Comm-Experte, oder? Ich wollte gerade sowas sagen wie, da steht schon wieder Mac, aber das ist ja Starfield, nicht Scum, ne? So, das letzte Mal kamen wir da hinten raus, ne? Da geht's in die Mine runter. Da können wir eigentlich mal gucken, ob wir da noch runterkommen. So. Argos Extractors. Ja, der Computer ist aus. Können wir also nicht irgendwas lesen, was passiert ist? So. Hier haben wir noch eine Werkbank und so. Okay. Ich hoffe, da drin hängt jetzt nicht noch einer rum. Aber ich glaube, das sieht relativ gut aus. Wie kommen wir da rein? Hier. Wir müssen... Hä? Wir müssen das Schloss knacken? Okay, das... ich keine weiteren Fragen, euer Herrn, ne? So. Wir nehmen mal das hier und das hier, glaube ich, für außen. So, und dann brauchen wir die noch für innen. Entweder so... Doch, geht nur so und so. Warum sperren die überhaupt ab? Ja, wenn ich komme, dann haben sie kein aktives Messgerät, das nehmen wir mit. Dann haben sie keinen Grund abzusperren, weil ich krieg's eh auf. Solange es ein Einsteigerschloss ist. Alles andere wird schwierig, aber ein Einsteigerschloss kriege ich auf. Also, hier haben wir nochmal einen Digi-Dietrich. Das heißt, es hat uns nicht mal einen Dietrich gekostet. Ohne Kartoffel, die lassen wir mal liegen. Zwei Gesundheit, ja, bringt jetzt nicht so viel. Also... Der Computer hat keinen Strom. Nach Energiequellen suchen.
Du siehst im Nebenzimmer einige Ersatz-Powerbanks, die offenbar gewöhnliche Energiezellen verwenden. Okay. Beschaffe 3 Energiezellen. Also hier ist eine. Nee. Da müssen wir sie reinstecken. Okay. Dann müssen wir hier die Energiezellen raussuchen. Du. So. Gut, einmal in diesem Roboter-Mech haben wir auf jeden Fall mal eine Energiezelle auf Energiezelle prüfen. Einmal. Ich glaube, warte mal. Versuch ruhig, diesen Computer zu reparieren. Ich brauche eine Energiequelle. Lin, ich brauche eine Energiezelle, um den Com-Computer zu reparieren. Keine Ahnung, was das bringen soll. Die sind längst weg. Hier, falls du noch mehr brauchst, sieh dich einfach um. Hast du denn noch mehr Energiezellen? Bislang habe ich erst eine gefunden. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Na schade, hätte ja klappen können. Okay, dann gucke ich mal noch hier drinnen. Wobei, okay, ich glaube, wir kommen von hier gar nicht mehr in die Mine rein, oder? Sorry, Sam. Also hier war dieser Raum, wo wir aufgewacht sind. Oh, hier hängt ein Dusty-Anzug, okay. Hier war der Raum, wo wir aufgewacht sind, ne? Also hier war unser Krankenbett. Medbench. Wir gucken mal. Viele der Komponenten sind versiegelt, aber du kannst eine Energiezelle lösen. Perfekt. Aber kommen wir hier... Komm, das probieren wir mal. Wenn wir schon hier sind, dann probieren wir mal, ob wir hier noch runterkommen. Tatsächlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, cool. Hier hat alles angefangen, ne? Du hast für die Typen gearbeitet, oder? Weckt Erinnerungen, ne? Ja, das weckt wirklich Erinnerungen. Das war die erste Folge, wo wir da runtergefahren sind und noch keine Ahnung hatten, was uns erwarten wird. Und jetzt kommen wir als altgesetztes... Guck mal, jetzt gibt es noch das Beryllium. Stimmt, Beryllium wurde hier abgebaut. Und jetzt als altgesetztes Mitglied der Constellation, ne? Hier wurden wir blöd angemacht von einem Typen, an dem wir einfach nur vorbeigelaufen sind. Der im Vorbeilaufen gesagt hat... Jo, mach mich nicht so blöd von der Seite an. Kannst du dir Zeit für ein Gespräch nehmen? Sam? Ja, komm. Wir sind hier in Sicherheit. Aber lass uns erstmal dahinter gehen. Da hinten hatten wir dann das erste Artefakt gefunden. So, hier mit der dunklen Höhle und sowas. Lass mal schauen, ob wir da nochmal irgendwas Besonderes haben. Vielleicht werden wir ja belohnt für unseren Entdeckergeist, ne? Dass wir nochmal hergelaufen sind. Auf jeden Fall schwebt hier mal nichts mehr. Aber wir kriegen auch nur noch Zelomit hier. Brauchen wir das Zelomit eigentlich irgendwann? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das vielleicht irgendwie verwerten können. Aber gut, so richtig belohnt wurden wir jetzt nicht. Schade. Aber nichtsdestotrotz. Guck mal, das hat eine Herzform. Na, schau mal. Das Zelomit liebt uns. Oh. Ich dich auch, Zelomit. Ich dich auch. Sorry, muss ich aber trotzdem da lassen. Das heißt, ich könnte dich theoretisch abbauen, ne? Aber wir wollen mir das Inventar nicht voller machen, als notwendig ist. So. Ja, cool. Nee, haben wir das doch nochmal gesehen. Das war mir jetzt irgendwie noch wichtig, ne? Also, aber jetzt gehen wir wieder hoch und gucken, dass wir den Com-Computer repariert bekommen und dann bestenfalls nach Barrett suchen können. Dass wir den wieder aus den Klauen der Piraten befreien können. Was haben wir hier denn noch? Hier sind wir gar nicht lang gelaufen, ne? Aber hier sieht es auch nur nach Standardmine aus, sozusagen. Mhm.
Na gut, dann fahren wir wieder zurück. Diesen riesen Gang darunter. Wo alles begann, ne? So. Was haben wir denn hier noch? Über Space Mining. Kapitel 3. Wartung des Mining-Anzugs. Im Weltraum lauern nicht nur zahlreiche Gefahren, sondern man kann auch schnell vergessen, dass sich CO2 im Atemgerät sammelt. Ein großer Fehler. Selbst eine kleine Menge davon summiert sich im Laufe des Tages auf und erzieht ein kleines bisschen Leben, gerade dann, wenn man es braucht. Das Laufen fällt schwerer und den Cutter zu schwingen erfordert einen Atemzug mehr. Aber wenn ein Tunnel einstürzt, sollte man sich so schnell und so weit wie möglich fortbewegen. Glaubt mir, ihr solltet in einen guten Helm investieren. Das restliche Kapitel enthält Ausführungen über die Wichtigkeit hochwertiger Ausrüstung. Aber wenn es Kapitel 3 gibt, gibt es denn auch 1 und 2? Warte, warte. Hier mal nicht. Hier sieht es auch nicht danach aus. Das Klebeband immer mit in die Credits natürlich. Hellas persönliche Aufzeichnung. Das ist das persönliche Logbuch von Lins wunderbarer rechter Hand. Mir, Heller. Ein neuer Tag, ein neuer riesiger Fels. Diesmal geht es um Vectera. Das ist ein... das ist ein Mond. Im All. Und er hat Erz. Wie die letzten 100. Leider weiß nur ich die wunderbaren Unterschiede zwischen Neodym, Vanadium und Iridium zu schätzen. Ich mag diese Clowns, aber die meisten von ihnen können Eisen nicht von Blei unterscheiden. Spannend. Vielleicht haben wir noch mal ein, zwei mehr. Vielleicht geben die uns auch Hinweise, wo er hin... Wobei, das glaube ich jetzt weniger, oder? Also der wird jetzt nicht... Warte, Injektor. Der wird jetzt nicht irgendwie noch was aufnehmen können, bevor losgeht. Also halt losgezogen wird von den Piraten. So, was ist hier? Out of order. Okay. So. Ja, Sam, geht das erstmal anschauen. Sehr gut. Okay, ich glaube, wenn man das rausnimmt... Warte. Wenn man das rausnimmt, geht's, glaube ich, wieder, oder? So. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir noch ein paar Spinde, aber so viel Spannendes ist hier gar nicht drin, ne? Ist das da unten? Nee. Ist das die Toilette? Es ist die Toilette. Ja, cool. Wir haben die Toilette gefunden. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Sehr gut. Eigentlich hätten wir das andersrum machen müssen. Warte, ich will wieder aufstehen. Hätten wir es andersrum machen müssen, dass wir hier erst die Toilette finden und das umdrehen und dann hier die verstopfte. Dann hätten wir direkt zwei Toiletten wieder repariert. Ne, weil beide nicht so waren, wie Toiletten sein sollten. So, was haben wir sonst noch? Hier haben wir, nee, das ist der Fahrstuhl. Aber haben wir im Fahrstuhlraum noch irgendwas? Irgendein Audiolog oder sowas? Hier, Hellas persönliche Aufzeichnung 2. Persönliches Logbuch. Heller, Argos Extractus. Ich dachte, Vectera wäre ein normaler Mond. Anscheinend lag ich da falsch. Lin hat mir gerade erzählt, was wir hier wirklich machen. Lin hat wohl einen weiteren, wie nannte sie es, diskreten Vertrag mit diesem Barrett. Er meint, dass es hier etwas Besonderes zu holen gäbe und er uns ausgezeichnet bezahlen würde, wenn wir es finden, rausreißen und liefern, ohne Fragen zu stellen. Ich habe diese Abmachung natürlich eingehalten, indem ich Lin mit Fragen überhäuft habe. Sie lässt sich wie üblich nicht in die Karten schauen. Aber man fragt sich dann schon, was zur Hölle bedeutet, besonders in diesem Fall. Wir sind auf einem Mond, am Arsch der Welt. Entweder will dieser Kerl Schmuck aus irgendwelchen seltenen Raumdiamanten fertigen, oder hier ist irgendwo eine Art uralte Todeswaffe vergraben. Im Diamantenfall klaue ich definitiv einen für Jennifer. Oder Carlos. Oder Nia. Und wenn es eine Todeswaffe ist, will ich das Ding zuerst abfeuern. Das sind meine Bedingungen. Okay, eine Waffe war es auf jeden Fall mal nicht, aber irgendwas Uraltes war es natürlich schon, ne? Wir lesen mal noch das Protokoll des Supervisors. Vorarbeiterlogbuch.
Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol-ID Beta 7548 Alpha. Wir haben das Lager ziemlich schnell aufgebaut. Neuer Rekord für uns. 18 Stunden inklusive Lift. Die Montageelemente werden aber langsam alt. Wird Zeit, Budget für neue Ausrüstung freizugeben. Mal wieder. Die Crew ist gut. Die Stimmung ist okay. Hella nervt wie üblich. Und ich kann in keinster Weise auf ihn verzichten. Wie heißt es so schön? Das Problem ist, dass ich ihn liebe und er es weiß. Calvert ist immer noch das schwächste Glied. Dummheit kann man leider nicht wegtrainieren. Aber sie hat eine Tochter auf dem Mars oder so und braucht das Geld. Eine Chance kriegt sie noch. Sollte sie letzten Endes versagen, haben wir immer noch den eindeutig vielversprechenden Dusty. Ich glaube, mit dem eindeutig vielversprechenden Dusty war wahrscheinlich ich gemeint, nehme ich jetzt mal an. Aber ich will ja nicht eingebildet sein, ne? Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol-ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat akzeptable Ader, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Hella alles gesagt, was wir tun. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir jetzt wieder mit einer von Barrett's Sonderbestellungen. Er hat Kasar bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Ich gebe auf, Dusty. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unserem Voll halten werden. Und das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erzbein beschafft. Wir können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Also das mit den Türen kriege ich irgendwie noch nicht so richtig hin, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Schlechte Leute, schlechte Witze 01. Klopf, klopf, wer ist da? Varun, Varun wer? Varun, Varun, hör dir mal diesen Antrieb an. Kommt eine alte Spinnenbestie in eine Bar in Akira City, fragt der Barkeeper, na, was ist dein Gift? Warum war der Außerirdische ein Euphoriker? Er wollte sich mal richtig wegbeamen. Klopf, klopf, wer ist da? Gagarin, Gagarin wer? Ich würde es dir sagen, aber das ist echt zu gaga. Meine Güte, ich mach das Ding wieder zu. Das ist ja richtig schlimm, Alter. Okay. Hier haben wir nochmal so eine Cutterkiste und so ein bisschen isotopisches Kühlmittel und einen Digi-Dietrich. So, was fährt hier noch rum? Cheddar Cracker, okay. Den nehme ich auch mal mit natürlich, sehr gerne. Was haben wir hier noch für ein Buch? Kaminrote Hütte. Im Jahr 2301 erschien endlich Kaminrote Hütte. Der lang erwartete Nachfolger des Bestsellers Der Obstkeller. Wie seine vorherigen Werke erzielte auch dieses im besiedelten System Millionenverkäufe. Freiheit, wohlschmeckende, köstliche Freiheit. Die Hexe lächelte, als sie zur geöffneten Falltür blickte. Sie stängelte sich förmlich die enge, klapprige Treppe hinauf. Es dauerte nur Sekunden, bis sie aus dem Obstkeller in der Hütte aufgetaucht war. Irgendein unbekannter Verbündeter der Finsternis hatte die Jahre zuvor angebrachten Arkanen Siegel gebrochen. Sonnenlicht, gleißend und grell, fiel durch die geöffnete Vordertür. Und nun, zischte die Hexe, werde ich diese Hütte hinter mir lassen und meinem geliebten Vermont einen Besuch abstatten. Mhm. Okay, okay, spannend. Haben wir das mitgenommen? Das haben wir mitgenommen. Okay, sehr gut. Dann würde ich mal weitergehen. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Aufzeichnungen. Ich glaube, uns fehlen Hellas Aufzeichnung Nummer 1, ne? Die haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Vielleicht sind die ja irgendwo hier drin. Hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen Credits, ne? Hier können wir nochmal eine Runde schlafen. Und Schwerelustrad. Sehr gut, den brauchen wir.
Trackers-Leitfaden. Schaden durch EM-Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht. Sehr cool. Nehme ich natürlich. Was haben wir noch? Eine Ripshaw? Was? Ripshank? Ja, nehmen wir mal mit, ne? Können wir uns halt verkaufen. Hier haben wir noch ein paar Chunks. Und wir haben noch Spinte. Da sollt ihr auch noch reinschauen. Vielleicht finden wir da auch noch was Spannendes. Unterzieher. Nee. Hier ist noch ein Badezimmer. Guck mal, hier geht es überall. Hier geht es bei jeder Toilette. Da haben wir noch einen Tiefenminenanzug, ein Medipack, das nehmen wir natürlich mit. Große Erwartungen. Kapitel 1. Da der Nachname meines Vaters Pirip und mein Taufname Philipp war, konnte meine kindliche Zunge aus beiden Namen nichts Längeres oder Bedeutsameres machen als Pip. Also nannte ich mich Pip und so wurde ich dann auch von allen anderen Pip genannt. Charles Dickens' 13. Roman ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Sie erzählt von einem weisen Jungen namens Pip, der sich in der Welt seiner Mitmenschen exzentrischen Miss Havisham zurechtfinden muss. Entschuldigung, ich kann heute nicht mehr lesen. Normalerweise ist es kein Thema, aber heute irgendwie, weiß auch nicht warum. So, hier sind noch Duschen. Das sieht alles aus wie so Notfallduschen im Labor irgendwie. Aber gut, die haben ja alles in 18 Stunden aufgebaut. Dann haben sie wahrscheinlich eine ganze Menge... Ohne Spültermine. Dann haben sie wahrscheinlich eine ganze Menge so Standardzeug, ne? Dass sie einfach nur reinfahren brauchen, irgendwie als Container. Und dann sollte es natürlich auch entsprechend stabil sein. Muss so durch den ganzen Weltraum auch transportiert werden. So, noch eine Pistole. Aber ich glaube, sehr viel mehr finden wir hier nicht. Das heißt, ich gehe mal weiter zum Computer. Der ist... Ich habe mich gerade ein bisschen vor Sam erschreckt. Ich weiß nicht, warum. So. Hier noch irgendwelche Aufzeichnungen? Nicht so, wie es aussieht. Na gut. Dann machen wir weiter. Notübertragung. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole, rettet uns. Das werden wir machen, mein guter Freund Barrett. Einträge für eintreffende Schiffe. Eigenes 0, Constellation-Schiff im Anflug. Eigenes 1, Alarm, unbekanntes Schiff, Piraten im Anflug. Eigenes 2, Alarm, unbekanntes Schiff im Anflug. Eigenes 3, Constellation-Schiff im Anflug. Das waren dann wir wahrscheinlich. Und dann gehen wir mal weiter. So, was haben wir hier noch? Oh, hier ist noch eine Notenergiezelle, okay. Hätten wir auch hier ein paar finden können. So, die Nanoröhre nehme ich mal mit. Irgendwann bauen wir vielleicht auch noch einen Außenposten. Mal gucken, wann wir da Lust drauf finden. So. Jetzt gehen wir mal zu Lynn und sagen Lynn, dass wir Barrett gefunden haben. Vielleicht kommt sie ja mit, ne? Vielleicht hat sie ja Lust auch mitzukommen dann. Hallo Lynn. Hallo Lynn. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Ich habe eine Übertragung gefunden von Barrett. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Heller dagegen? Okay, ich schicke dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Warum kommst du nicht mit? Was? Im Ernst? Ich bin nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und Barrett. Doch nach all dem ist ein
neuer Beruf vielleicht keine verkehrte Idee. Falls ihr noch Platz für die Überlebende eines Außenpostens habt, können wir reden. Ja, danke, Lynn. Es dauert noch, bis Argos mich abholt. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Also ich würde jetzt schon gerne mein mitnehmen. Mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Wie kannst du mir denn helfen? Wenn du mir einen Außenposten zuweist, optimiere ich in Windeseile das Produktionstempo. Aber ich kann mich auch auf andere Weise nützlich machen. Ich kann mit Sprengstoff umgehen und werde mich nie über schweres Gepäck beklagen. Ja, dann komm noch mit. Vielleicht packen wir sie erstmal ins Schiff, ne? Aber... Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Okay, du kommst auf die Frontier. Erstmal, ne? Also wir können sie ja später dann immer noch einem Außenposten zuweisen. Und Sam begleitet uns ja gerade als Begleiter, ne? Aber dann haben wir schon mal hier drei Leute auf der Frontier. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Und dann sehen wir sie vielleicht auch mal ohne Raumanzug, weil wir sehen sie die ganze Zeit nur im Raumanzug. Aber ich glaube, das hat sie sich verdient. Was war das jetzt? Es hat sich verdient, dass jemand ein bisschen wegkommt und so, ne? Also ich meine, jetzt ist ja auch genug passiert, ne? Ihr Freund war das, glaube ich, wurde entführt und sowas, ne? Und dann soll sie auch mitkommen, wenn wir ihn retten, ne? Also die Arbeit machen wahrscheinlich wir, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht sinnvoll, wenn sie auch mit dabei ist, weil sie hat es auch verdient, dass sie dabei sein darf bei der Rettung. Aber gut, ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann weitermachen und jetzt zu allernächst mal die Folge beenden, ne? Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wie immer. Lasst mir gerne mal ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr Lust drauf habt, oder ein Abo natürlich. Und wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.